Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich dir gerne mein Krypto BisaFlor zeigen. Das Ding wird wahrscheinlich eine absolute Maschine. Ich habe da ein paar Mal schon gegen gekämpft und ich war sehr überrascht, was dieses Pokémon für einen Schaden raushauen kann. Dann bin ich gerade mal durchgegangen und ich bin geflasht. Ich habe einen Rang 143er, habe es gesehen, direkt gepusht. Es hatte schon die C-Day-Attacke, habe ich irgendwann mal draufgepackt, aber noch nicht hochgezogen. Von daher, ich glaube, 12.000 Sternstaub für die Attacke. Dann nochmal 30.000 oder 40.000 zum Hochpushen. War jetzt für die Superliga natürlich nicht so teuer. Von daher habe ich das einfach mal durchgezogen. Aber ich hoffe, dass mich das Pokémon überzeugen kann. Ich habe mega Bock darauf, damit abzugehen. Es wäre schon ziemlich fett. Vorne habe ich Calamanero, das ist schwach gegen Käfer und auch gegen Fee. Vielleicht kann ich da ein bisschen gegen arbeiten. Ich habe die Hoffnung, dass ich damit so das ein oder andere Stahl-Pokémon mal ein bisschen treffen kann mit dem Kraftkoloss. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Wenn dich meine Videos interessieren, lass doch gerne einfach ein Abo da, das würde mich mega freuen. Falls du dann noch Pokémon Unite spielst oder dich dafür interessierst oder dir einfach mal anschauen möchtest, was das ist, schau doch auf meinem Zweitkanal vorbei. Dort lade ich Videos dazu hoch und vielleicht interessiert dich dieses Spiel ebenfalls. Auch Pokémon bezogen, ebenfalls ein kostenloses Spiel. Und ja, schau gerne vorbei, würde mich mega freuen. Wir wollen jetzt mit BisaFlor durchstarten und ich hoffe, das Ding kann ordentlich in Szene gesetzt werden. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Set. Let's go! Ich glaube, wenn wir die richtigen Matchups haben, ist das extrem stark. Ja, ich weiß. Schwammige Aussage. Das kann man auch zu jedem Pokémon sagen. Selbst ein Krabby, wenn das ein gutes Matchup hat, kann es was reißen. Ja, ich weiß. Ach, wir gucken. Einfach mal schauen. Ich glaube, dass das auch den einen oder anderen Gleichstand vielleicht gewinnen kann. Das hier finde ich nicht schlecht. Das nehmen wir mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Du hast jetzt eine Psychokinese. Die macht natürlich absolut keinen Schaden. Du musst bei mir schon auf einen Eishieb gehen. Der macht am meisten von deinen Attacken, die du bei dir hast. Von daher sieht das jetzt nicht unbedingt so schlecht aus. Ich teile mir mit meiner Backline auch nicht unbedingt irgendeine Schwäche. Von daher müssen wir mal schauen, dass ich Führungen eventuell einfach ausspiele und mir dann mit einem anderen Pokémon einen Energievorteil hole. Oder soll ich jetzt rausgehen? Wir machen noch zwei. Eins? Ne, wir bleiben drin, komm. Wir bleiben einfach drin, denn ich schaffe noch eine Attacke. Das sieht doch geil aus. Danach in Landturn. Vielleicht geht er blind auf Eishieb. Bisaflor und Eishieb wäre nicht so geil. Du gehst drauf. Perfekt, ich bin so froh, dass du gerade geschildert hast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich lasse mich hier gerade farmen, aber jetzt darf Bisaflor ran. Eine Flora-Statue von dem Kumpel hier, die schmerzt. Die schmerzt richtig. Wir lassen einen Feuerschlag von dir durch. Der tut weh, das weiß ich. Ich werde danach einen schilden. Ne, oder? Ja, wir schilden den nächsten. Wir setzen nicht ein, falls er abfangen will. Genau das meinte ich. Wir setzen jetzt hier eine Matschbombe ein und gehen danach einfach auf Landhorn. Dort haben wir Resistenzen ohne Ende, hätte ich schon vorher machen müssen. Ich will mir aber, ach Noctu, okay, wollt mir aber den Schaden anschauen. Das Matchup finde ich sogar noch besser, da er hier auf Spukball gehen muss und mich nicht abschwächen kann. Von daher, auf zwei Attacken aufladen ist das, was wir machen wollen. Dann haben wir nämlich einen Surfer drüben ready und sind gleich so weit, dass ein Surfer ausreicht, um den dich hier zu besiegen. Und Gravit kann ebenfalls eine Attacke von mir abbekommen. Zack, du gehst drauf. Surfer gegen den kleinen Hasen machen wir jetzt ebenfalls noch. Ein Schild für Bisaflor zu bewahren, um dann nochmal eine Flora-Statue rauszubekommen, klingt ja auch nicht verkehrt. Das heißt, wir bleiben jetzt hier drin. Du kannst mich natürlich nur mit einem Erdbeben besiegen. Die Frage ist, ob du es hast, ob du es einsetzt und ob du köderst. Hätte ich hier vielleicht schilden müssen? Es ist nur der Feuerschlag, meine Freunde. Er wollte einfach nicht die sehr effektive Attacke einsetzen und er hat schon aufgegeben. Wir haben unten die Meldung bekommen, dass wir hier
ganz entspannt was reißen können. Ja, der Köderversuch war gut, aber Bisaflor mit zwei Schilden hätte das ebenfalls regeln können. Ich habe hinten einen Landturm mit, da ich mit Bisa nicht so unbedingt Bock auf Panzeron und andere Flug-Pokémon habe. Dann dachte ich mir, weißt du was, vielleicht harmoniert das mit meinem Landhorn. Sah jetzt in dem Matchup gar nicht so schlecht aus. Die Matschbombe? Ja, okay, ich muss tatsächlich sagen, Bisaflor gefällt mir sehr gut. Wir schauen einfach mal weiter. Noctu. Ja, es geht. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Warte mal. Mundtier. Mein Freund, das finde ich gerade gar nicht so schlecht. Wir können nämlich hier ganz entspannt auf zwei Attacken aufbauen und mit dem Kraftkoloss haben wir doch was sehr Effektives gegen dich. Wir lassen den ersten durch und ködern jetzt mal mit einem Schmarotzer. Ein Schild zu bekommen von dir wäre schon ziemlich fett. Den Wechsel, den bräuchte ich schon. Warte mal eine Sekunde. Wir brauchen gar nicht den effektiven Kraftkoloss einsetzen gegen dich, merke ich gerade. Sollen wir jetzt danach einfach rausgehen? Weil ich glaube schon, dass wir ein Schild bekommen. Wir gehen mal raus und gucken, dass wir hier anfangen mit unseren Attacken. Wie viel macht denn der Body Slam? Ich habe danach immer noch Landturm und ich hoffe, dass Landturm noch ordentlich abgehen kann. Das macht schon guten Schaden. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Wir farmen einfach komplett und werden danach Matschbomben gegen Noctu raushauen. Das klingt doch nach einem sehr guten Plan, oder was meint ihr? Ich finde schon. Zack, 1, 2. Die erste Matschbombe kommt und die sollte auch Schaden verursachen, wenn er das durchlässt. Und ich habe die Hoffnung, perfekt, dass ich eine zweite schaffe. 3, 4, 5. Ah, ich glaube, das wird nichts. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass der Gegner zu 100% mitgezählt hat. Vielleicht denkt er, oh, guck mal, die nächste Matschbombe dürfen wir nicht durchlassen. Okay, ich glaube, er geht blind. Er geht nicht blind auf die Attacke. Ist aber okay. Wir können hier runterfarmen. Der Spukball macht jetzt nicht so viel. Das hatten wir gesehen. Und danach müssen wir mal schauen. Zack, das macht nicht viel, ne? Landton ist so tanky, das gefällt mir. Wir haben jetzt einen Energievorteil. Was hast du noch mit? Hast du tatsächlich noch ein Normal-Pokémon? Du hattest einen Noctu, du hast ein Mundtier. Was hast du noch mit, mein Freund? Tatsächlich, du spielst ganz viel Normal. Ich habe drüben aber auch nicht viel Energie drauf, dass ich da noch einen Kraftkoloss schaffe. Wir machen nochmal. 1, 2, 3, 3, nein, zu 3 hast du nicht ausgeholt. Wie viel hast du? Ich habe nicht mitgezählt. Ich hätte mitzählen müssen, damit ich abfangen kann. Ah, das war doof. 1, 2, 3, vielleicht eine weitere Attacke und dann raus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, mitzählen wäre so gut gewesen, ne? Das wäre so wichtig. Das heißt, 1 und raus? Nein. Ah, setz ein, perfekt. Reicht zufällig gleich schon ein Donnerblitz aus? Fängst du ab oder nicht? Oh, schwierige Kiste, mein Freund. Wie spielst du das aus? 1, 2, 3. Ach, du hast schon eine Attacke ready. Schade, Triple normal. Aha, interessant. Das gefällt mir. Ein sehr cooles Team. Ah, okay. Ich kann... Oh, dein Angriff steigt. Problematisch ist halt nur, du hast, glaube ich, noch das Mundtier. Oder... Nee, du bist rausgegangen, ne? Mundtier müsste noch leben. Das hier besiegt dich leider. Aber du konterst mich jetzt einfach runter. Sehr ärgerlich. Triple normal. Aha. Du magst diese ganzen Geist-Pokémon offensichtlich nicht. Bisaflor wäre sehr geil gewesen gegen dich. Das direkt zu opfern war nicht clever. Das Rausgehen? Ah, okay, schwierig. Das ist gar nicht so schlecht. Bisaflor will dagegen nicht kämpfen. Landturm hat da schon eher Bock. Und mit Kraftkoloss geht das hier auch. 2, 3, 4, 5. Wer gewinnt Gleichstände? Du setzt gar nicht ein. Das heißt, du bist bei 6. Wie viel macht denn ein Move von dir? Hätte ich direkt mal einfach so, einfach just for fun auf den Kraftkoloss gehen müssen? 6, 7, 8, 9, zack. Guck mal. Ich lasse die Attacke durch. Wir haben jetzt beide, nachdem meine Sofortattacke ankommt, die Ladeattacke. Damit rechne ich nicht, aber okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir farmen komplett und schilden jetzt einmal.
Wir farmen komplett und schilden. Ich glaube, dass das kein Erdbeben ist. Ich glaube, dass das doch perfekt. Alles klar, wir farmen komplett runter. So, wir werden jetzt gegen dich kämpfen. 2. Bisaflor kommt schon ganz gut, aber möchte nicht gegen Ice Heap oder auch Psychokinese kämpfen. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ich darf natürlich keinen Steigerungshieb durchlassen. Ich glaube aber, dass ich auch noch Psychokinese wegtanken kann. 8, 9, 10, 11. Wir lassen das jetzt einfach mal durch. Ziehen vielleicht danach mit einem Donnerblitz dein Schild, was ganz geil wäre. Kann ich die überleben? Ja, perfekt. Bitte keine Abschwächung. So, 2. Na, du hast jetzt fast ein... Du bist kurz vor einem Eisheap. Ich setze das jetzt ein. Perfekt, und snipe dich jetzt. Bam, du gehst mit Energie drauf. Das ist wichtig. Was ist dein letztes Pokémon? Kann Bisaflor vielleicht hier nochmal was reißen? Weil Reiser wird nur noch runtergefarmt. Das heißt, das Ding ist nur noch ein Schild. So, wir dürfen nicht direkt einsetzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie random ist das? Wie random fangen die Leute ab? Wem willst du das denn erzählen? Es kann doch gar nicht zufälliger sein, wann ich meine Attacke einsetze. Ich fasse es nicht. Er gewinnt das genau deswegen. Wie zufällig soll das denn hier sein mit dem Abfangen? Geht er auf Erdbeben oder ist das ein Steinhagel? Was meint ihr, meine Freunde? Wenn das ein Steinhagel ist und ich den Köder rieche, sieht's gut aus. Wenn es das Erdbeben ist, habe ich halt verloren. Es ist das Erdbeben, perfekt. Wie random fängt er meine Attacken ab? Wem willst du das verklickern? Wem willst du das verklickern? Es ist nicht gerade geil gelaufen, aber okay. Muss ich durch? Da muss ich tatsächlich durch. Mehr als sagen, dass Valreiser nur noch ein Schild ist, kann ich nicht. Ich habe eher damit gerechnet, dass er abfängt, sobald er seinen Steinhagel hat. Deswegen habe ich nicht direkt eingesetzt. Aber das war ihm wahrscheinlich klar. Mit Kraftkoloss sieht es hier gar nicht so schlecht aus. Mal gucken. Da kommt ein Pokémon von dir raus. Zu Beerus. Wie spiele ich das am besten? Soll ich hier einsetzen und rausgehen? Vielleicht nochmal eine Attacke aufbewahren? Nee, komm, wir gehen direkt raus. Wir können hier was wegstecken. Von daher reicht dir gleich hoffentlich schon ein Surfer aus. Wir lassen die Attacke jetzt einfach mal durch. Und müssen dann ganz entspannt schauen, wie viel Schaden du machst. Schmarotzer kommt. Da können wir gleich noch einen von wegstecken, falls du das hier schildest. Ansonsten müssen wir mal gucken. Wir schaffen noch einen Surfer. Warte mal, schaffst du überhaupt noch einen? 1, 2, 3, perfekt. Das war wichtig. Wir haben einen Energievorteil. 1, 2, 3, 4. Erdbeben besiegt uns hier. Das ist sehr effektiv. Steinhagel nicht. Ich glaube, du bist jetzt bei 4 Sofortattacken. Was natürlich erstmal okay ist. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du hast ein Erdbeben ready und wir sind erstmal in der Lage, hier nochmal Druck aufzubauen. 9. Krass. 10, 11. So, du gehst auf einen Steinhagel und besiegst mich dadurch oder farmst du mich danach runter? Wie viel Schaden macht das? Du farmst mich perfekt runter. Ich glaube, wir kommen mit Bisaflor und Schildeneimer und werden dich hier komplett versuchen aufzufressen. Ist das der Plan? Unser Bisaflor möchte hier mal was reißen. Sehr wichtiger Schild. Dein letztes Pokémon, finde ich sehr spannend, ehrlich gesagt. Wir gehen auch direkt auf die Matschbombe, ohne irgendwelche Umschweife. Und danach gehen wir raus. Unsere Sofortattacken sind hier schon mal sehr effektiv und das geht. Eine Flora-Statue können wir wahrscheinlich nicht wegstecken, finde ich aber auch nicht so tragisch. Vielleicht schaffe ich nochmal einen Schmarotzer. Das wäre natürlich ganz geil, bitte. Perfekt, die Attacke haben wir. Der Move kommt. Wirst du das durchlassen oder schilden? Wenn du das durchlässt, kann ich nur noch mit Flora-Statuen angreifen. Perfekt, das sieht gut aus. Einfach nur noch Flora-Statuen. Ich glaube, dass das der Plan ist, um diesen Kampf hier zu gewinnen. Zack, das von dir ist ebenfalls, glaube ich, nur noch eine Statue. Ist aber okay.
Wir müssen versuchen. Ah, Matschbombe, sehr wichtiger Schild. So, 1, 2, 3, 4. Du fängst ab. Schon wieder. Ich fasse es nicht. Woher wissen die Leute, wann ich einsetze? Es ist zu doof. Es ist gerade zu doof. 5, 6, wie viel macht die Matschbombe? Das besiegt mich jetzt, ne? Es besiegt mich wahrscheinlich trotzdem und die Leute wissen einfach, wann ich meine Attacken einsetzen möchte. Oder warte mal. 1, ah, ich schaffe keine 2 Attacken und er hat seinen nächsten Move. Es ist gerade super knapp, super nervig, super ärgerlich. Ich fasse es nicht. Okay, muss ich leider mitleben. Scheinbar steht auf meiner Stirn, Achtung, ich setze jetzt gleich meine Ladeattacke ein. Bitte geh als nächstes raus, falls du diese abfangen möchtest. Es ist doch wie verhext, ne? Hammer. Egal, wir bleiben selbstverständlich am Ball und gucken weiter. Calamanero Meditales haben wir gesehen, ist gar nicht so verkehrt. Also durchziehen. 1, 2. Mein Freund, das sieht nicht so schlecht aus. Wir setzen im Gleichstand vom Eishieb ein. Du setzt erneut nicht ein. Das heißt, du bist jetzt bei 7 Sofortattacken. Eine Attacke von dir, die einzige, die mir wehtut, ist der Eishieb. 8, 9, 9 hast du. Okay, den nächsten Eishieb, den hast du aber nach 3 weiteren, wenn das jetzt hier einer ist. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das heißt, 1, 2, 3 im Gleichstand einsetzen und das war tatsächlich der Gleichstand. Weshalb das gar nicht so verkehrt ist. Werde ich das schilden oder soll ich mich einfach besiegen lassen? Denn ich glaube, wenn ich mich jetzt hier drauf gehen lasse, schaffst du gegen Bisaflor keine Attacke. Was natürlich gar nicht so schlecht ist. Du bist bei 0. 1, 2, 3, 4, 5. Komplett aufgefressen. Was kommt da rein? Aha, Krypto, das. Du bist bei 2 Sofortattacken. Lanturn möchte auch ungern gegen dich kämpfen, ne? Du bist bei 2. Das heißt, 3, 4, 5, 6, 6. Wir werden jetzt eine Attacke von dir schilden. Du bist bei plus 1, ne? Das heißt, wenn ich gleich einsetze, hast du 2 Sofortattacken. 2, 3. Jetzt werde ich danach rausgehen, weil deine Moves schon sehr viel Schaden anrichten. Du bist bei 3, wir gehen raus. 4, 5, 6, 7, 8. Da das ein Gleichstand war und das tatsächlich Erdkräfte sein können, darf ich die natürlich nicht durchlassen. Es ist nur ein Köder. Es ist aber auch ein Gleichstand und du kommst nicht raus. Weshalb ich dich Krypto Nidoqueen mit einem sehr effektiven Surfer angreife und du, glaube ich, auch mit sehr viel Energie einfach drauf gehst. Oh, du schaffst aber keinen Move mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Erdbeben von dir besiegt mich. Das Problem ist, du hast, wenn du einsetzt, einen Feuerschlag, bevor ich Flora-Statue habe. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, du machst das gut, mein Freund. Jetzt kannst du eigentlich garantieren, dass du einen Feuerschlag hast, bevor ich irgendwas habe. Von daher war's das an der Stelle. Ja, okay, das wird nichts. Schade, sehr ärgerlich. Bisaflor ist ein geiles Pokémon, hat aber mit dem Team nicht unbedingt viel abreißen können. Hast du ein geiles Bisaflor-Team? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Für dieses Set war's das und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.